Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Underground. Und heute werden wir auf jeden Fall sehr viel machen. Es gab jetzt längere Zeit kein Minecraft Underground mehr, weil wir mit 1.19 und mit den ganzen Challenges und allem Bosse töten, alles Mögliche, gab es jetzt erstmal. Und jetzt machen wir langsam wieder Minecraft Underground Action. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier ein bisschen vorbereitet, weil wir möchten, weil wir unsere Eisenfarm so viel Poppies produziert, möchte ich damit auch Knochenmehl produzieren gleichzeitig. Da machen wir hier eine Chest hin, dann Chest oben dran. Ich sagte eine Chest oben dran. Okay, dann können wir uns erstmal alle Poppies reintun und dann haben wir es. Weil unsere Eisenfarm, ne, die produziert so viel Eisen. Wir müssen auf jeden Fall in unserem Shop auf jeden Fall noch Eisenabteilung machen. Das lohnt sich dann auf jeden Fall auch. So, dann können wir alles auch schön reinlegen. Zack. Und es wird dann alles daraus Knochenmehl produziert, damit wir mehr wachsen lassen können und so. Und solange das Knochenmehl produziert wird, können wir unsere zwei Felder schon ernten. Diese Menge, wo wir an Kartoffeln immer bekommen, können wir eigentlich rein theoretisch auch investieren, um ein bisschen Knochenmehl zu bekommen. Ich liebe einfach dieses Feld zu sehen. So wie mit Shader. Und auch ohne Shader sieht es sehr schön aus. Aber mit Shader vielleicht noch diesen kleinen extra Vibe. Da wir auch überall hier so kleine Creeper-Löcher wie hier haben, würde ich sagen, bauen wir hier die auch zu. Explosion hat auch mal gesagt, bevor diese große kleine, beziehungsweise kleine große Pause kam, dass er auch irgendwie einen Schatz versteckt hat. Und irgendwo hier, wo wir viel gebaut haben, hat er einen Schatz versteckt. Und ich suche ihn mal auf die Stelle. Was sehen wir hier? Ein X? Du hättest so ein X. Ich hoffe, es ist nicht einer der Fake-Schätze, die Explosion hier vergraben hat. Es gibt zwei Fake-Schätze und einer davon ist der echte. Und das sieht mir sehr stark nach einem Fake-Schatz aus, aber wenigstens gibt es Kohle. Okay, da das jetzt doch ein Fake-Schatz war, habe ich mir überlegt, suchen wir jetzt einfach mal weiter. Leute, ich habe hier noch eines gefunden. Und? Oh nein, das ist auch ein Fake. Okay, wir haben jetzt Explosion auch noch auf den Server geholt und du zeigst mir jetzt, wo es ist, weil ich suche jetzt schon eine gute Stunde danach. Okay. Jetzt in die Richtung. Im Ernst, hier irgendwo? Ich war jetzt gerade eine halbe Stunde hier und habe gesucht. Okay, Explosion sucht jetzt über den Replay-Viewer und ich würde sagen, wir machen uns ja eigenes Zeug jetzt schon mal in der Zeit. Also ihr wisst ja, wir haben ja eine Wolle-Farm, ne? Und ich war ein bisschen AFK und habe ein bisschen Wolle gefarmt. Und ihr könnt euch eventuell denken, für was wir die Wolle brauchen. Also der, die alten Videos alle gesehen hat, der weiß es sicherlich. Also für alles nicht wissen, wir gehen Netherite farmen. Aber ich würde eher sagen, wir suchen uns erstmal ein Dorf, weil ich möchte Mending haben unbedingt. Leute, wir haben ein Dorf und das Geile ist, wir können uns hier dann auch schon mal ein paar Betten mitnehmen. Aber das Problem ist, wir haben Nacht und ihr seht schon, Monster. Dann gehe ich erstmal schlafen. Leute, wir haben hier einfach eine Schmiede in diesem Dorf und... Oh. Okay, da beschwere ich mich auf jeden Fall erstmal nicht. Das ist sogar eigentlich recht gut mit dem ganzen Obby. Und ein... Oh mein Gott, okay. Ein Schwarzeichenwald haben wir auch. Das ist ein Dark Oak Wood. Weil das ist schon mal sehr, sehr gut. Wir können auf jeden Fall erstmal ein paar Pilze mitnehmen, damit wir Pilze anpflanzen können und Zaplings auf jeden Fall. Okay, es ist einige Zeit vergangen und Explosion hat es endlich gefunden. Auf jeden Fall danke dafür, ne? Und ich baue mich mal runter. Schreibt mal alle in die, solltet ihr jetzt noch das Video sehen, schreibt mal bitte in die Kommentare. Grüße an Explosion. Oh mein Gott. Okay, Emeralds sind sehr gut. Es ist eine schöne Kiste, gefällt mir auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall dafür. Auf jeden Fall cool und öfter vielleicht sowas wird auch mir auch gern gefallen. Wir haben auch abgesprochen, dass wir uns über den gecheateten Spawn Eggs von Villagern vielleicht einen kleinen Villager-Bruder für unsere Gemeinschaft bauen könnten, weil das ist eigentlich schon sehr viel Arbeit, so alles extra zu machen und darum machen wir jetzt einfach über Creative, beziehungsweise bauen uns einen kleinen Villager über Villager-Bruder fertig. Und da ich noch ein bisschen so schöner bauen möchte, möchte ich hier vielleicht noch so ein bisschen runterleiten, dass hier ein kleines Haus kommt, wo man die Villager alle abholen kann. So,
Warum fällt es mir auf jeden Fall schon mal am besten? Also haben wir hier die Villager, die werden auch nicht gestört oder so. Und dann könnt ihr dann hier mit den Kindern, also die kleinen Baby-Villager gehen dann da durch. Und dann fallen die da durch diese Trapdoors, werden dort geleitet. Wenn die da groß werden, gehen die dann übers Wasser nach oben und dann fließen die halt da runter, dass ich dann da mit dem Boot die abholen kann. Und so funktioniert eigentlich der Villager wieder. Also, ich habe jetzt zwei Blöcke weiter gebaut und da kam schon wieder Ancient Debris. Unser erstes Ancient Debris wir schon mal. Und direkt nach der ersten weiteren Sprengung noch ein Ancient Debris. Heute läuft es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Heute wir haben nochmal mehr Ancient Debris. Geil! Und das nächste Ancient Debris. Wir haben es auf jeden Fall 3 Stunden später nach Netherite farmen. Man sieht hier, ich habe sehr viele Blöcke gesprengt. Ich wollte einfach mal mitnehmen. Zum Netherite Farm nebenbei habe ich gerade was gegessen. So. Also manchmal war. Falsche Taste. Das sind in 2 Chunks. Nee, 1. Ne? Ja, das. Okay. Lava. Oh, Mama. Jo. Nein. Ey. Nee. Also ich muss ehrlich sagen, wir haben sau viel Plugins drauf auf diesem Server. Aber von Netherite habe ich nie nichts geändert. Leute, wir kaufen uns jetzt einfach 28 Netherite Ingots und unsere Pickaxe zu Netherite und dann lässt sich noch den Schalt verzaubern. Leute, diese Wahrscheinlichkeit. Oh mein Gott. Dieser Zombie, der hat, oh mein Gott, wie krass. Ey, das ist ja ultra selten. Oh mein Gott. Nein. Ein Zombie-Jockey. Nicht euer Ernst. Ey. Das ist ja nicht... Nee. Okay, ich habe jetzt hier einfach mal eine random Timelapse gemacht, wo ich hier einfach ein bisschen abgerissen habe. Alter, das ist einfach so krass mit diesem Zeug hier, ne? Jo, das fühle ich gerade so komplett hier, was alles passiert. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier die Brücke abgerissen, die war sehr hässlich. Da habe ich noch mit meinem Bruder besprochen, dass er da hinten das B in dieser Höhle auf jeden Fall hier bauen. Und wir haben uns schon mal Spots ausgesucht und ich bin hier auf der dümmsten Stelle ever hingegangen natürlich. So eine halbe Ewigkeit später bin ich auf jeden Fall hier. Auf jeden Fall habe ich mich hier den Spot überlegt. Da kommt dann noch richtig viel drinnen so. Und da habe ich mir überlegt, dass es überall so Röhren gibt. Dann auch zu meiner Starterbase. Dann zu, da oben kommt ja noch eine Trading Hall hin. Dass zu meiner Trading Hall alles verbunden wird. Also habe ich noch sehr viel Plan. Hier oben möchte ich alles ausleuchten. Es wird so viel Arbeit, aber wird sich auf jeden Fall lohnen, weil hier sau viele Mobs rumlaufen und ich darauf gar keinen Bock habe. Also mit dieser Pickaxe will ich wirklich, also mit der Axt will ich hier nichts sagen, aber warum ist der Lack auf sie drauf und so krass verzaubert? Also die, das ist meine und die habe ich vom Zombie gedroppt bekommen. Fortune 3 auf Axt und alles mögliche, also ich glaube, die werde ich auf jeden Fall benutzen, wenn da noch Mending irgendwann drauf kommt. Nun würde ich sagen, leuchten wir mal die Cave aus.
Leute, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In dieser Folge gab es Content, woraus ich 4 Folgen machen könnte. 4 Folgen. Und in der nächsten Folge werden wir hier ein riesiges Trading Haul machen. Also, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the website.